Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zocken mit Zingo. Wir spielen heute eine Form von Activity und meine Gäste sind einmal der Sven, der Kräuter Johnny. Und auf der anderen Seite? Ich bin Mo und da meine Sendung abgesetzt wurde, freue ich mich natürlich umso mehr, wieder beim SCP TV zu sein. Boah, das ist schön, wenn sich die Gäste, so freuen, hier zu sein. Dadurch, dass wir heute nur hier zu dritt sind, ist es so, dass ich habe mich in der letzten Folge ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ich spiele selber mit. Deswegen spiele ich heute auch selber mit. Also fange ich jetzt hier mit der Kategorie an? Ja, das ist eigentlich egal. Nur den Begriff lassen wir natürlich nicht zeigen. Ja, sehe. Erklären. Erklären? Ja, klar. Und du hast nur 30 Sekunden Zeit für die Erklärung. Also das solltest du ja hoffentlich kriegen. Zeit läuft. Das gibt man, wenn man irgendwo zu essen war. Trinkgeld? Ja. Ja, na klar. Ganz locker. Toll. Sehr gut, Sven. Punkt für den Sven. Ja. Darf ich einfach jetzt? Und, jetzt. Ja? Pantomime. Sehr schön, freue ich mich. Und los. Flugzeug. Jetpack. Ich weiß es. Oh. Komm, Junge! Versuch mal irgendwas anderes zu machen. Ja, mach nur dasselbe. Nicht immer das Gleiche. Stopp. Rakete. Nein, Raumschiff. Zeichnen. Der ist sauer. Dem brennt der Kopf. Der Teufel. 10. Oh, rote Haare. Kannst du vergessen. Quasi. Sauer. Nein. Der rastet aus. Ausrasten. Wutanfall. Wutanfall. Schwierig. Svenna, ich komme jetzt. Der Mo hat das auch nicht so leicht in der ersten. Erklären? Ja, was macht man abends an, wenn es dunkel ist? Das Licht. Was tragen Frauen für einen Schmuck um den Hals? Eine Kette, Lichterkette. Richtig. Ja, ganz locker, Mo, ganz locker machen wir das. Mach dann nicht so schlecht, der Junge. Fuck. Was hast du? Pantomime. Sven, da sehe ich deine große Stärke drin. Naja. Ja, was soll das sein? Ja, das ist. Kannst du das irgendwie anders machen? Zeit vor euch. Aber Zeit? Hey, hallo, fertig. Flügel. Ja, aber Flügelhaar, Flügelhimmel, Himmel. Fertig. Engel. Ja, aber was hat er oben dran? Ja, genau. Okay, geht eigentlich. Okay. Zeit läuft. Querflöte. Das war stark. Das war stark. Sven, du stehst ein bisschen unter Druck. Ist lang und bewegt sich beim Boden. Schlange. Genau. Man kann etwas herauf. Beschwören. Schlangenbeschwörer. Sehr gut, Sven. Sehr gut. Zeichnen. Zeichnen. Zeit läuft. Eine Knolle? Junge. Ein Eichhörnchen. Ich weiß nicht. Ein V. V und Feder. Ja! Klasse, Mo! Wow. Toll, Mo! Verdienter Sieger, Mo. Ach, ich hab gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Mo. Glückwunsch. Ich habe mir heute eine schöne Strafe einfallen lassen. Der Verlierer darf einen Witz erzählen. Ich muss jetzt einen Witz erzählen. Ja, aber einen Witz erzählen wir ja einfach. Du kriegst eine gewisse Schwierigkeit. Und zwar habe ich hier sowas wie eine, ich würde es jetzt mal Maulsperre nennen, mitgebracht. Die müsstest du dir bitte einmal in den Mund klemmen und dann den Witz erzählen. Wie? Nee, seitlich, glaube ich. Also das oben und unten. So? Ja, lass so. Kommt ein Mann zum Bäcker? Kommt ein Mann zum Metzger, sagt, er hätte gern Leberwurst von den Groben und Fetten. Was? Kommt ein Mann zum Metzger und sagt, er hätte gern Leberwurst von den Groben und Fetten. Dann sagt die Verkäuferin, tut uns leid, ich habe Berufsschule. Ganz das Ding wieder rausnehmen. Ja, und damit verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Mitmachen und gut gemacht an euch beide. Dankeschön. Danke.